Schönen guten Tag, Luke McBain. Heute spreche ich wieder über Leadership als Kunstform. Und dazu gucken wir uns heute mal ein ganz interessantes Buch bzw. zwei sehr interessante Bücher an. Beides handeln von Beuys. Das eine heißt Soziale Plastik, das andere Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys. Ich werde wieder ein paar Zitate daraus vorlesen und darauf eingehen und zeigen, inwiefern das Verständnis von Kunst eben identisch ist mit dem Verständnis von Leadership. Ich habe vor kurzem was Ähnliches gemacht mit diesem Buch von Andrei Tarkowski, Sculpting in Time, auf Englisch, ein Video auf Englisch. Tarkowski, großartiger Regisseur aus der Sowjetunion, hat tolle Filme gemacht, aber auch dieses ganz, ganz wunderbare Buch geschrieben über was Kunst darstellt und das Filmemachen. Und das Interessante ist, wenn man das liest, dann ist das identisch mit dem Leadership-Begriff. Also was ist Führung, was ist Leadership, was ist da eigentlich die Aufgabe und vor welcher Aufgabe sieht man sich da auch gestellt und welche Schwierigkeiten. Hochinteressant. Ich werde da vielleicht nochmal draus was vorlesen, weil da wirklich sehr viel vorhanden ist, von dem man also was ableiten kann, auch für Leadership. Andrei Tarkowski. So, heute eben Beuys. Auch sehr bekannter Künstler, ein ganz anderer Künstler, kein Filmemacher, auch sehr, sehr berühmt, hat auch eben diese sehr interessanten Gespräche gegeben und seine eigene Sicht auf die Kunst dort mitgeteilt, die ganz wesensähnlich ist von der von Tarkowski und auch wieder, ohne dass er das jetzt behauptet, das behaupte ich, die Ähnlichkeit zu Leadership eben herstellt. Und dem, was man sich so gegenüber sieht, wenn man in so einer Funktion arbeitet. Und Beuys hat das auch gut beschrieben in verschiedenen Interviews. Ich werde da einfach ein bisschen draus vorlesen. Das sind also Zitate von Beuys selbst, wie er Kunst beschreibt. Und da werden wir gleich sehen, inwiefern Leadership eben auch eine Kunstform ist. So, fangen wir mal an. Fangen wir mal an mit dem Kunstbegriff von Beuys. Kunst hat er, also beziehungsweise Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler und lassen wir ihn mal selber zu Wort kommen hier. Also wir leben ja alle noch in einer Kultur, die so sagt, da sind Künstler und da sind die Nicht-Künstler. Das wird dann unmenschlich. Dadurch gibt es den Begriff der Entfremdung zwischen den Menschen. Nein, jeder Mensch vollzieht permanent materielle Prozesse. Er stellt immerfort Zusammenhänge her. Auch wenn er gibt, wenn er einem anderen Menschen ausweicht oder wie er sich im Gedränge verhält. Es gibt immer, sagen wir mal, Formprozesse. Tänzer machen ja auch nichts anderes, als sich bewegen auf ihren Füßen. Und Menschen im Straßenverkehr sind im Grunde auch Tänzer. Also in dem Augenblick, wo das bewusst wird, ist man mit diesem Problem befasst. Ich will davon weg, wie die Gestaltungsfrage auf die Künstler geworfen wird. Oder auf die Kunst im traditionellen Sinne. Ja, und damit hat er das schon alles gesagt. Also man kann auch sagen, im Bereich Führung und Leadership trifft das ganz genauso zu. Man ist immerfort mit materiellen Prozessen beschäftigt und es ist immer fortwährend eine Gestaltungsfrage. Ich sage ja auch immer, wenn ich das Thema vortrage, Leadership ist eine Kunstform. Dann sage ich, ja, Sie machen das im Übrigen auch schon. Ja? Sie praktizieren diese Kunst. Es geht also nicht darum, unbedingt irgendwas Neues zu lernen oder jetzt Künstler zu werden oder anfangen mit Ton zu modellieren oder ähnliches. Also es gibt ja solche Kreativübungen. Das ist ja schön und gut, kann man auch machen so als Hobby, aber hat mit dem Thema Leadership gar nichts zu tun, leider. Denn Leadership an sich ist ja eine Kunst, die ganz eigene Formen hat, einer ganz eigenen Ausprägung folgt. Und diese Ausprägung untersuche ich und versuche der auch eben das auszugestalten und dementsprechend auch eine Didaktik zu entwickeln, sodass man auch Leadership lernen kann, was ja momentan schwierig ist, weil es sich eben in diesem Bereich des Rationalen bewegt, also im Bereich der Sozialwissenschaft, im Bereich der Psychologie. Und man versucht das eben rational zu fassen.
Das ist aber nur ein Teil der Medaille. Der andere Teil ist eben der gestalterisch-künstlerische Aspekt, der da eben gar nicht zur Sprache kommt und letzten Endes das auch für den Einzelnen schwierig macht, das zu lernen, das umzusetzen und auch in seiner eigenen Kunst, in seinem eigenen Leadership besser zu werden. Jetzt ist ja das Interessante, dass Beuys auch diesen Begriff, ähnlich wie Tarkowski, der sozialen Plastik nutzt. Und das ist ja auf Englisch übersetzt, glaube ich, sogar Social Sculpture. Und wie gesagt, auch diesen Skulpturbegriff nutzt Tarkowski für sich. Beuys weicht da ein bisschen ab. Er sagt, es geht eben nicht unbedingt nur um die Skulptur, sondern es geht um die Plastik. Und da schauen wir mal an, warum das so ist und was das auch wiederum mit Leadership zu tun haben könnte. Ich habe den Unterschied zwischen Plastik und Bildhauerei deswegen gemacht, allein aus handwerklichen Gründen. Weil ja viele Leute an Steinen arbeiten, wenn sie sich nicht mit Plastik auseinandersetzen und wieder andere, sagen wir mal, mehr an Ton modellieren. An Ton kann man natürlich zunächst auch nur von außen herangehen. Aber trotzdem muss man den Ton, also ein flexibles Material, ja so behandeln, als steckte man von innen in der Sache drin. Überzeugend wird eine plastische Arbeit eigentlich nur dadurch, dass man sie so herstellt wie ein organisches Gebilde, aus der Flüssigkeitsform her entstanden ist. Man muss eigentlich von innen her an die Sache herangehen. Und warum ist das also so? Warum nutzt er diesen Begriff der Plastik mehr als den der Skulptur? Und das hat sehr viel mit dieser Formbarkeit zu tun, mit dieser Substanz, die eben so ein bisschen flüssig ist, die in Bewegung ist, die frei formbar ist, die nicht hart ist und so weiter und so fort. Und darauf werden wir nochmal zurück, dieser Begriff des Fluiden. Und Tarkowski nutzt das auch. Also diesen Eindruck, dass eben alles fluide ist. Und jetzt zurück zu Leadership gesprochen, ist ja auch das Umfeld, was man ja oft sieht, was man sozusagen, dem sieht man sich sozusagen gegenübergestellt. Hochgradig dynamisch, so würde man das formulieren. Also je höher die Verantwortung, desto dynamischer wird das Umfeld, desto schneller wechseln sich da die Impulse ab, die Informationen ab. Es ist hochgradig fluide. Das heißt, mit dieser Fluidität muss man eben einen Umgang finden. Und da passt eben auch sehr gut dieser Begriff der Plastik. Und wie er das nochmal sagt, das zweite fand ich sehr interessant, dass er sagt, man muss eigentlich von innen her an die Sache herangehen. Und das wäre eben auch ein Ding, wie man sich eben Chaos nähern kann. Chaos ist ja wird ja viel geforscht an Chaos, also wie inwiefern kann man mit gutem Leadership besser mit Chaos zurechtkommen. Und ab einer gewissen Grenze hat man es immer mit chaotischen Situationen zu tun. Und hier gibt er einen Tipp, da sagt er, man muss eigentlich von innen her an die Sache rangehen. Wir wissen inzwischen ja auch, dass eine reine, sagt er, rationale Betrachtung von Chaos, also der Versuch, das zu kategorisieren, zu verstehen oder also wie gesagt, rein rational zu erfassen, nicht mehr funktioniert. Man muss in einem gewissen Grad sich auch in dieses Chaos hineinbegeben, also sozusagen sich hinein vertiefen, um daraus die Gegenwart dann zu formen. Also muss sozusagen einen Fuß immer in diesem Unbekannten, in diesem Chaos haben, um diesen transformatorischen Prozess in dieser fluiden Form zu ermöglichen. Und ich denke, dass da viele Menschen gerade in der Verantwortung mit zu tun haben, dass sie das aber versuchen, rein rational zu erfassen und dadurch dann auch sehr schnell einer Überforderung unterliegen und viele Menschen auch total überfordert werden dadurch und keinen Sinn mehr darin erkennen können und sagen, ist irgendwie sowieso alles egal, es ist ziemlich chaotisch, das Leben, es ergibt keinen Sinn mehr. Und dann quasi dem Nihilismus erliegen und sagen, ich muss mich damit
es hat keinen Sinn mehr, mich damit zu beschäftigen, weil dieses Chaos ständig präsent ist, offenbar. Und das ist, liegt in der menschlichen Natur. Wir sind von Chaos umgeben. Es ist aber für Führungskräfte sozusagen, das potenziert sich dann auch. Also die Anzahl die Informationen, die auf einen einströmen, auch die Menschen, mit denen man es zu tun hat und so weiter, das wird immer dynamischer, immer flüssiger. Wir können uns ja mal kurz diesen Chaosbegriff von Beuys mal anschauen, mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Es gibt zweierlei Arten von Chaos. Ich arbeite ja auch mit dem Chaosbegriff. Heute wird Chaos meistens verstanden als eine gestörte Ordnung. Das heißt, etwas, was geordnet war, fällt ins Chaos, wird ungeordnet. Aber mein Chaosbegriff ist ein sehr ursprünglicher. Alles kommt aus dem Chaos. Die Einzelformen kommen aus dem komplexen, ungerichteten. Das muss man sich vorstellen wie eine zusammenhängende, sehr komplexe Energie, die aber keine bestimmte, sondern eine unbestimmte Stoßrichtung hat. Das Wörtchen unbestimmt passt sehr gut auf den Chaosbegriff, wie ich ihn anwende. Und dann sind alles andere Bestimmungen davon. Nur aus dem Chaos kann etwas kommen. Aber das ist ein positiver Begriff von Chaos. Ja, das ist natürlich hochinteressant, dass er das so als Künstler erlebt und sehr klar auch beschreibt. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Und das Interessante nochmal ist, dass genau bei Leadership man eben auch mit diesem Chaos zu tun hat. Also man kann sich da bestimmte Strukturen erarbeiten. Das ist letzten Endes auch dann der Management-Gedanke, wo man dann versucht, bestimmte Prozesse und bestimmte Informationen zu steuern und vorherzusagen an gewisser Szenarien. Aber letzten Endes ist gerade Leadership der Umgang mit dem Unbekannten und dann diese Transformation in das Bekannte. Und die Frage ist ja wirklich auch sehr lange in der Leadership-Forschung, welchen Zugang kann man zum Chaos haben? Welche Möglichkeiten gibt es, Chaos also positiv zu bewältigen und eben in eine bestimmte Form zu transportieren, zu transformieren anhand gewisser Entscheidungen? Und letzten Endes ist das die Kernaufgabe von Führungskräften, das eben dann zu bewältigen. Lesen wir noch ein bisschen weiter zu dem, was er zu sagen hat über das Unbekannte. Ich behaupte ja, dass diese Kernfunktion von Leadership ist ja die Transformation des Unbekannten in das Bekannte und dass man dann eben auch andere Menschen mit auf diese Reise nimmt und dadurch auch sinnstiftend unterwegs ist. Und man sollte sich eher auf diese Kernaufgabe konzentrieren, als das, was eben oft propagiert wird in der Leadership-Forschung, also was eben dann sowas wie Motivation ist oder was ich dann als Psychomanipulation darstelle, also behaupte, das ist Psychomanipulation, also wie kann ich jemand anders manipulieren, sodass der sich so verhält, wie ich es mir wünsche. Abgesehen davon, dass das nicht funktioniert, ist das auch einfach verschwendete Energie, weil das nicht die Hauptaufgabe von Führungsarbeit ist. Ja, die Hauptaufgabe ist immer die Transformation von Unbekannten in Bekannten und andere dann eben mit auf diesen Transformationsprozess mitzunehmen. Und wenn man sich anfängt, darauf zu konzentrieren, anstatt auf die anderen, dann ist man völlig frei und kann auch besser gestalten, hat bessere Wahlfreiheit und auch einen besseren Umgang mit den Mitarbeitern. Schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Aus dem allgemeinen Unbestimmten muss etwas zur Bestimmtheit kommen. Das ist ja auch die Frage der Mitbestimmung. Inwieweit können die Leute aus den zusammenhängenden Unbestimmten zu etwas Bestimmten kommen? Überhaupt zu Gestaltungen kommen, zu Formen kommen? Form ist so betrachtet ein Gegenpol zum Begriff Chaos. Das ist ein polarischer Prozess. Wärme und Kälte sind polarische Prozesse. Und das Moment, welches vermittelt, ist das Moment der Bewegung. Es verläuft ein Prozess vom Unbestimmtheitspol zum Bestimmtheitspol. Ja, und da deutet er das schon an. Also er redet selber ja davon, von den anderen, also wie kommen Leute dahin, ja, auch andere Leute dahin.
Und das ist dann auch die Hauptaufgabe von Führung, diese Leute mit auf diese Reise zu bringen, die sie dafür zu sensibilisieren, sie dafür dann sozusagen auch ihnen etwas zu vermitteln, Werte mitzugeben. Diese Werte sollten dann auch in den anderen dann zur Resonanz gebracht werden, sodass sie auch diesen Prozess als sinngebend erfahren. Und das ist im Prinzip ganz einfach, ja. Also wenn man sich darauf konzentriert, ist das ganze Thema Leadership gar kein Problem mehr. Was er auch hier anspricht, ist das Thema der Handlung. Und das ist ganz wichtig. Ich will das nochmal vorlesen. Und das Moment, welches vermittelt, also zwischen dem Unbekannten und dem Bekannten, wie ich das behaupte, ist das Moment der Bewegung. Also durch die Handlung, durch die Entscheidung wird da eben vermittelt zwischen diesen Polen. Und auch das ist etwas, was Beuys behauptet und nicht genauso. Das heißt, die Entscheidungen machen das dann letzten Endes aus, wie sich quasi wie das Unbekannte dann transformiert wird in das Bekannte, also wie er das nennt, in die Form. Und insofern ist das, was eben auch jede Führungskraft macht, über Entscheidungen das in eine Form zu bringen, in etwas Bestimmtes. Es ist also wichtig zu handeln, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Das ist das eben auch, was Führungskräfte die ganze Zeit tun müssen, sich entscheiden und zu handeln. Und man kann natürlich auch generell sagen, es ist immer besser zu handeln und zu entscheiden, als nicht zu handeln und nicht zu entscheiden. Das ist eigentlich der Tod von so einem Prozess, weil dann nichts, weil das Unbekannte im Unbekannten auch gelassen wird. Schauen wir uns nochmal an, was Beuys sagt zu diesem Begriff Rationalität und Intuition. Sehr interessant. Ich behaupte ja, dass die Kunst eine Verbindung von beidem ist, also rationales Denken und intuitives Denken. Und das ist genau das Gleiche wie bei Leadership. Also beides muss greifen, damit das funktioniert. Und weil es natürlich immer diese Vorteile gegenüber der Kunst gibt, zu sagen, ach, das sind die, die da in irgendwelchen Sphären schweben und rein intuitiv arbeiten, das ist natürlich Unfug. Und Beuys verwahrt sich da eben auch dagegen. Er schreibt hier: Ich will etwas für die Gegenwart und für die Zukunft tun, etwas Allgemeingültiges. Deswegen sind meine Aktionen nicht subjektivistisch zu verstehen. Sie sind ein Anklopfen an Wände, ein Anklopfen an das Gefangensein in unserem zivilisatorischen Kulturbewusstsein. Sie zeigen ein Gegenmodell zum Alleinherrschenden, zum nur Rationalen auf. Und das ist ganz wunderbar, dieser Satz, weil wir momentan eben festgesteckt sind oder feststecken in diesem rationalen Modell von Leadership. Also man versucht es über Kategorisierung und Messbarkeit irgendwie in den Griff zu kriegen. Es ist aber nicht in den Griff zu kriegen. Oder irgendwelche Modelle, die dann halt vorgestellt werden, oder irgendwelche psychologische Kategorisierung. Und das funktioniert alles nicht. Das ist natürlich dann auch sehr frustrierend, gerade für Führungskräfte, die in irgendwelchen Führungsseminaren sitzen, sich das anhören müssen. Und dann sagen, ist ja schön und gut, es ist jetzt ein Blick von außen. Und der quasi mir diese Kategorien aufzeigt. Also es ist gut, wenn man jemand beteiligt an Entscheidungsprozessen, das wirkt motivierend. Und lauter solche, sage ich mal so, Allgemeinplätze, ja, die dann aber in dieser Fluidität, in diesem individuellen Wahrnehmen, in diesem subjektiven Wahrnehmen dann nicht funktionieren. Weil erstmal bleibt es nie stehen, ja, diese Umgebung, in der man arbeitet. Es ist eben hochgradig fluide, alles ändert sich beständig. Und Menschen sind auch nicht runter zu kategorisieren auf bestimmte Aspekte ihrer selbst. Ja? Also der ist erfahren, den muss ich jetzt beteiligen, dann ist er motiviert, der ist unerfahren, also muss ich ihn jetzt stärker anleiten, dann ist er motiviert oder sie motiviert. Das sind so maschinistische Prinzipien, wo man sagt, Input und Output und so, Menschen sind dann wie Maschinen. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Und das Traurige ist vor allem, es funktioniert halt auch nicht in der Ausbildung. Also deswegen haben wir auch
so gesehen keinen Studiengang zu Leadership, weil diese Materialien, also diese Untersuchungen, diese sozialwissenschaftlichen Untersuchungen und Modelle gar nicht genug liefern, um einen wirklich einen auf etwas vorzubereiten. Ja, das war's im Prinzip. Also die Frage, wie betrachtet Beuys Kunst und was sind so seine Kernaussagen? Er schreibt natürlich sehr viel mehr in seiner sehr speziellen Sprache. Ich denke aber, dass da jetzt schon mal ein paar Impulse dabei waren, was man damit tun könnte, um Leadership eben anders aufzubereiten und auch zu verstehen und auch andere Herangehensweisen zu finden, um Menschen eben auf solche auf wichtigen Aufgaben auch vorzubereiten, dass sie sich eben auch da gut gewappnet fühlen. So, das war's von mir. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude an dem Video und bis zum nächsten Video.